Es ist kalt. Hier, grüner Farbstoff. Guck mal. So, jetzt können wir es mal ausprobieren direkt. Hier einmal Wolle. Grüne Wolle. Und dann den Teppich da draus. Da braucht man drei für, ne? Nee, braucht man gar nicht. Blödsinn. Passt. Okay. So, pass auf. Okay, okay. Gut. Jetzt ist natürlich die Frage. Wie müsste ich das hier bauen? Um quasi... Wir müssten es aushöhlen, das ist klar, ne? Das ist sowieso klar. Wir müssten halt theoretisch gesehen hier komplett hier, also ich würde es halt nur hier vorne machen. Nur hier vorne. Diese Fläche hier. Aber wir müssen hier überall Trichter hinmachen. Und die haben was dagegen. Das ist nämlich die wahre Bauaufsichtsbehörde. Und die, das sind die ganz üblen. Das sind die von der ganz üblen Sorte. Deswegen macht man sowas mit Wasser. Kann ich denn den Teppich... Das ist es nämlich. Das ist es. Guck, das geht nämlich jetzt nicht durch. Wenn das durch den Teppich durchgehen würde, fände ich das mit dem Wasser voll easy. Aber ich will keine im Wasser schwimmenden Hühner haben, weißt du? Halt's Maul, ich habe jetzt gerade keine Milch. Lass mich in Ruhe. Auf der anderen Seite die berechtigte Frage, was wollen wir mit den ganzen Eiern? Das ist halt auch die Frage, weißt du? Brauchen tun wir es ja eigentlich nicht. Wäre an sich halt ganz nice gewesen. Aber brauchen tun wir es nicht. Hau ab. Du mieser Schwein. Was willst du? Ist schon hübsch hier unten immer noch, mit dem Bäumchen auch und so. Horten, bis Erik wieder Mist baut und dann als Rache nehmen. ich brauche einen Eimer. Böses Omen. Ich weiß nicht, an sich ist es zwar, wäre es vielleicht eine ganz lustige Geschichte, weil man es, dass man es halt mal gebaut hat, aber ich sag mal, brauchen tun wir es jetzt eigentlich nicht. Oder?
Oh, Neapel hat direkt nach dem Spiel Ancelotti rausgeschmissen. Krass. Obwohl die gewonnen haben. Okay. Trichter in den Ofen und dort verarbeiten und XP generieren und dann an einer Kiste eventuell. Was, kann man Eier in den Ofen packen? Roadchurch, dankeschön für 19 Monate und Odd Vody, dankeschön für 28 Monate. Ich wollte gerade sagen, man kann doch Eier gar nicht in den Ofen packen. Das hätte mich jetzt auch arg gewundert, wenn das gehen würde. Uff, grüner Farbstoff. Naja, es bringt nämlich nichts. Ja, Eierbraten ist halt echt krass, dass es nicht geht, ne? Das ist eigentlich echt schon fast ein bisschen dämlich, dass es nicht funktioniert. Muss ich ganz ehrlich sagen. Verstehe ich jetzt auch nicht so ganz. Aber gut, lassen wir das erstmal. Wir behalten das, diese Idee mal bei. Und gucken mal, was wir noch so machen. Aber das mit dem Hühnerding jetzt lassen wir erstmal fürs Erste, weil ich wüsste jetzt nicht. Also wenn wir noch Eier brauchen sollten, kann man ja immer mal zwischendrin durchlaufen, weißt du? Also von dem Punkt her brauchen wir eigentlich jetzt die Eier momentan überhaupt nicht. Was? Warte. Eier in den Werfer, Hühner braten und XP ernten. Ja, das wäre natürlich keine dumme Idee, sicherlich. Die Zäune reichen niemals, die ich da gerade gemacht habe. Was habe ich denn da jetzt gemacht? Das ist ja vollkommen dämlich. War ich ernsthaft so naiv und hab gedacht, die Zäune reichen jetzt, oder was? Lol. Ich glaube halt noch an das Gute in Zäunen, verstehst du? Eine automatische Bratmaschine. Okay, die würde ich aber, glaube ich, dann tatsächlich nicht hier oben bauen, sondern die würde ich vielleicht eher unten bauen. Vielleicht theoretisch gesehen sogar hier drunter, und dann vielleicht doch irgendwie mit. Was halt krass wäre, aber das kannst du halt eigentlich. Das kannst du eigentlich nicht machen. Wäre wirklich so eine automatische Bratmaschine. Und hier mit so Falltüren, die dann aufgehen. Und darunter ist halt so ein Lavabecken. Und dann gehen die Hühner durch dieses Lavabecken durch und unten drunter. Das kannst du aber halt eigentlich echt nicht bringen, ne? Das ist eigentlich echt ein bisschen zu hart. Und du stehst einfach nur unten drunter und es regnet Hühnchen auf dich, weißt du? So gebratenes. Gebratenes, schmackhaftes Hühnchen. Wäre eigentlich cool, aber das kannst du halt nicht machen. Das kannst du halt eigentlich echt nicht machen. Das geht nicht. Peter ist informiert. Was soll denn Peter jetzt helfen? Da kann den Hühnchen halt auch nicht mehr helfen. Toll, das hätte genau gereicht. Oh, das hat genau gereicht. Gut, da drüben fehlt uns halt noch die Slabs. Okay. Also hat es doch nicht genau gereicht, aber hier hat es gerade genau gereicht. Fand ich schon ein bisschen geil. Eigentlich fallen die nur in den Ofen, das mit der Lava ist schon hart. Oh, guck mal, hier ist noch Holz.
Findest du? Ich meine, es gibt halt Dinge, die müssen halt einfach sein, verstehst du? Das hätten wir schon mal. Balthasar, oh doch. Oh doch. Und ich dachte immer, meine Kuh ist immer... Ich dachte immer, die Kühe springen freiwillig in die Beefy, Haut. So wurde mir das früher erzählt. Tun wir gerade ernsthaft Nuggets in Frage stellen? Really? Nein, also ich nicht. Nuggets werden nicht in Frage gestellt, die werden gegessen. So, warte mal, was wollte ich denn jetzt? Zaun. Ich brauche noch ein bisschen Zaun, weil wir müssen da drüben noch die Dings machen. So. Wir hätten noch genug Stöcker gehabt übrigens, ne? Wollte ich nur kurz sagen. Nee. Wir brauchen einmal 10. Ja, sollte reichen. Weg mit dem Knochen. Wir brauchen einmal 10. Das reicht auch wieder niemals. Das reicht niemals. Das haben wir. Da drüben machen wir noch den Dings fett. Ach nee, da drüben haben wir alles fertig. Ach so. Dann könnte es vielleicht doch reichen. Mit viel Glück. Gluck. Mit viel Gluck. So. Da muss noch ein Zaun hin. Hier, schau mal, einen übrig. Ist doch scheiße. Warte. Wir brauchen noch 4 Türen brauchen wir noch. Nein, uns fehlt ein bisschen Holz jetzt, oder was? Oh, es war andersrum. Vorhin noch richtig gemacht, weißt du? Unglaublich. Vorhin noch alles richtig. Lobeshymnen geschwungen auf meinen Namen und auf meinen Nacken. Und dann verkackt das doch wieder. Tja, so ist das. So ist das. Und dann enttäuschte er wieder auf ganzer Linie. Ja, nochmal eine Milch mit. So. Joa, fürs Erste sieht das schon mal ganz gut aus, was wir hier gefriemelt haben. Es ist noch ein bisschen Arbeit. Wir müssen natürlich jetzt noch die Schafe gleich hier rüberholen. Das ist auch klar. Das hier muss auf jeden Fall noch ein bisschen weg. Hier die ganze, diese Schneise, die muss ein bisschen eingedämmt werden. Wie lange streamst du heute noch? Noob Skywalker, erstmal Dankeschön für deinen neuen Sub. Danke, danke, danke. Und Jalnare, Dankeschön für 2 Monate. Vielen, vielen Dank. Liebe geht raus. Also ich würde jetzt hier noch die Schnittkante so ein bisschen entfernen. Und würde tatsächlich noch die, zumindest die Schafe noch hier rüberholen. Und die Hühner. Dann würde ich sogar tatsächlich bald schon Feierabend machen. Weil ich muss mich dringend um die Sache mit Videos schnippeln und so kümmern. Also MKV-Kram und so. Dass auf YouTube morgen auch wieder regulär Videos kommen. Sollte mal schnell schlafen gehen. Ich hänge mal die eine Laterne da noch hin. Flop. So. Es sieht immer noch so verkehrt aus, dass das Haus abgeschnitten ist. Ich würde da unbedingt gerne noch was anbauen, ne? Das sieht halt echt komisch aus. Es sieht echt komisch aus. So, was wollte ich noch? Laternen. Wie macht man die denn nochmal?
mit Eisenklumpen und Fackel. Ich gehe mal kurz Inventar aussortieren. Au. Okay, hier ist niemand. Hm, dann mach doch was, Mensch. Was? Wie, mach doch was? Worauf bezogen? Karotte, warte mal, Stock. Wir haben zu viele Stöcker dabei. Da macht doch was. Ach so, ja. Gut, ich wollte jetzt erstmal das mit den Tieren machen, weil das hatten wir ja letztes Mal schon gesagt. Und nicht, dass es dann wieder heißt, oh, der Tobi, die Mühle ist ja auch noch leer. Und das Tiergehege ist auch noch nicht umgesetzt. Stehst du? Hahaha, Kappa, Kappa. So, warte. Laternja. Siehst du, Kati, genau das. Wenn ich jetzt angefangen hätte, plötzlich hier einen neuen Hausflügel zu bauen. Ja, nee, das kann ich nicht machen. Das geht nicht. Ist eigentlich schon irgendwas fertig? Nein. Aber das ist ja das Schöne. So kann man wenigstens immer mal ein bisschen Abwechslung reinbringen, verstehst du? Jetzt gehe ich mit 7 Laternen extra hier hin, setze die Laternen hin und laufe dann wieder zurück. Das nennt man auch Produktivität eines Beamten. Er macht sich seinen Kaffee, nimmt diesen Kaffee mit, setzt sich an seinen Platz und merkt dann, scheiße, ich habe Milch und Zucker vergessen. Läuft dann wieder zurück. Guck mal, Kati ist nur am Fronten die ganze Zeit. Was ist los mit der heute? Das gibt's gar nicht. Unglaublich. Das ist unglaublich. Ne. Unfassbar. Ah, das ist echt frech. Frech. So. Aber wo sie recht hat? Pff. Twitch ist groß, ihr habt's vorhin gehört von Teach. So, wir gehen die Schafe und ja, die Hühner holen erstmal. Hier, komm, let's go. Guck mal, wie langweilig wäre Minecraft, wenn man ständig alle Projekte sofort zu Ende hätte. Dann gehen einem doch irgendwann die Ideen aus. Wenn ständig alles so schnell fertig wäre. Mittlerweile würde ich es übrigens geiler finden, wenn die Mühle hierher zeigen würde. Aber, ja. Essen. Warte. Was wollte ich gerade machen? Ich wollte die Schafe holen. Was haben die Schafe? Was fressen die? Wahrscheinlich war das auch Weizen oder waren das die Körner? Mal gucken. Hey, Freunde, was geht? Okay, sie fressen Weizen. Gott, warte mal, bevor ihr euch jetzt hier rausdrückt. Hallo. So, Freunde, let's go. Heilige Maria. Okay, ein paar Schafe werden verloren gehen, das ist leider einfach so.
Vorsicht, nicht in die Stachelbeeren laufen, bitte. So. Oh Gott, wie passen die alle über die Brücke? So, dann sind wieder welche abgebüxt. Hallo. Da kommt ihr wenigstens mit. Komm. Komm, 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 komm. So. Und einmal hier rum, bitte. Fein. Ja, ja, was für Creeper. Okay, ich guck mal, ob ich die Herrschaften da vorne vielleicht gleich noch holen kann. Es reichen zwei, den Rest kann man essen. Finde ich gut. Guck mal, wie die immer mit dem Kopf mitgehen. Ey. Junge. Verbrenne. Elendig. Wenn du eins meiner Schafe triffst, ne? Ich schwöre. Ist es sein Glück, dass er gerade gestorben ist? Wo tun wir sie denn rein? Tun wir sie hier rein, komm. So, tretet ein, liebe Freunde. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, fressi, fressi. Fressi, fressi. Come on. Let the bang begin. Was? Okay. Jetzt gehe ich gerade noch mal kurz vorne bei dem... Ah, hier ist er doch. Guck mal. Hallo. Komm, 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 komm. Und die anderen lassen wir einfach frei rumlaufen. Das passt schon. Komm, 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 komm. Kommen sie ran. Geh wieder zurück zu deiner Mama, los! Ach, Jungs! So. Warte, 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 warte. Oh, es ist voll alleine da drinnen jetzt. Ich helfe ihm. Ach, die Herrschaften. Ich geh mal Körner holen. Tobi, du Mörder. Hä, warum? Das wäre alleine. Guck mal, weißt du, Hühner sind Rudeltiere. Das wäre kaputt gegangen da alleine. Was ist los mit dir? Eben, es sollte nicht einsam sein. So, Tag, die Herrschaften. Oh, die kommen da durch, siehst du? Das klappt. Mitkommen. Kommt ihr auch bitte alle? Danke, danke, danke. Links, rechts, 3, 4. Links, rechts, 3, 4. Sind die da drüben gleich? Irgendwie sehen die so ungleichmäßig aus. Muss gleich nochmal gucken. So. Das Schäfchen kann gerne mitkommen, ne? Digga, du hast gerade ein Ei auf meine Brücke geschissen. Okay, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Es wird nämlich dunkel, Freunde. Komm, komm, komm. Zack, zack. Schnell, schnell, schnell.
Sonst ein Creeper, alle weg. Superschwitzer, dankeschön. Superschwitzer 13, dankeschön für 3 Monate Prime. Und Kitsune Nocturnal, ist das richtig? Dankeschön für 7 Monate. Auch hier geht Liebe raus, dankeschön. Vielen, vielen Dank. So, Freunde, schnell rein hier. Sehr gut. Vor Freude auch nochmal ein Ei hier hingeschisst. Sehr gut. My chicken wing. This is my chicken wing. So, Freunde. Viel Spaß in eurem neuen Zuhause. Ich bin da mal raus. Tschüss. Der Alfred Jodokus Quack haben wir vorhin umgebracht. Der saß alleine da im Käfig drin. Und das konnte ich halt nicht verantworten. Es ging nicht. Ja, doch, sieht schon ganz hübsch aus da drüben. Sieht schon ganz hübsch aus. Super Schwitzer, ja. Super Schwitzer. 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 Super Schwitzer. Hier nochmal da drüben gucken. Aber das sieht, glaube ich, ganz nice aus. Die Hühner werden... Ja, die Werkbank kommt dann auch raus, logischerweise. Ich wollte nur erstmal schnell pennen gehen, nicht, dass hier irgendwie welche Creeper-Männer oder sowas kommen. Das will ja niemand. So, die Werkbank kommt natürlich noch mit. Habt ihr gesehen, es wäre mir beinahe ins Schwert gelaufen. Habt ihr gesehen, hoffentlich, ne? Wäre nicht meine Schuld am Ende gewesen. Jetzt wollte ich mal ganz kurz gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nee, passt. Alles gut. Sah nur so aus, als wäre das nicht, als wäre das nicht synchron gewesen, aber es ist richtig alles. Ja, das ist der kleine, aber feine Anfang unserer kleinen Farm. Irgendwie. Ich meine, theoretisch gesehen hätten wir hier Platz für nochmal 2 Ställe, sozusagen. Das würde nochmal gehen. Ich würde hier jetzt dann noch einen Weg hinsetzen. Und zwar aus Cobblestone, Kies? Ich weiß es nicht. Oder vielleicht Kies und Cobblestone? Das wäre natürlich auch mal eine geile Kombi, oder? Dachte hier am Rand. Am Rand Cobblestone und in der Mitte Kies. Wäre an sich nicht schlecht. Soll da noch ein Farmhaus hin? Mal gucken, ne? Schlecht wäre es nicht. Da könnte man nämlich Sachen reinmachen, die wir halt fürs Farming in dem Sinne brauchen, wie zum Beispiel Karotten oder so eine Geschichte. Vielleicht einfach so ein kleines Häuschen einfach. Am Ende eines Weges da oben irgendwo. Öfen. Zum Beispiel, was man halt so fürs Farming braucht. Ich meine, welcher gute Landwirt hat keinen Ofen direkt neben seinen Tieren? Also das, was du extra in die Mühle hast, nee, in der Mühle sind ja die ganzen anderen Sachen drin von der Ernte. Weicht? Aber man kann da halt auch die ganzen Tiererzeugnisse theoretisch gesehen in den Kisten tun. Theoretisch. Muss nicht, aber kann theoretisch. Mit Spieß für die Schweine. Auch das. Aber bis jetzt finde ich, geht's eigentlich, oder? Sieht doch alles eigentlich bis jetzt ganz in Ordnung aus. Ich meine, klar, ich bin nicht der super krasseste Superbauer, ne? Ist klar. Also ich bin jetzt nicht der super kreative Bauer da irgendwie. Aber ich finde, es kann sich bis jetzt sehen lassen. Also es könnte schlimmer sein. Es könnte schlimmer sein. Denke ich mal. Achso, ist noch ganz gut. Ein Brunnen passt irgendwie zu einer Farm. Das stimmt. Das stimmt. Könnte man mal gucken, ob man den vielleicht da in die Mitte kriegt irgendwie, aber ich glaube, das wird zu eng. Ansonsten da oben irgendwo. Wie gesagt, die Flüsse wollen wir ja noch verbinden hier, dass die hier einmal quasi um unser Gebiet rumgehen. Und da hinten wirklich so eine kleine, nenne ich nicht an sich keine Stadt, aber halt irgendwie so ein bisschen, wo eine Schmiede halt einfach ist und ich weiß nicht, was man noch machen könnte. Eine Schmiede, dann vielleicht eine Wollfabrik. Irgendwas, keine Ahnung.
Wir gucken einfach mal. Also wir haben auf jeden Fall eine Menge Kram. Natürlich ist es wichtig, dass wir die ganzen Sachen auch mal anfangen auszubauen. Ne? Klar, die Mühle steht noch leer, das stimmt natürlich. Das Haus ist noch überhaupt nicht komplett fertig. Da bin ich halt auch noch so ein bisschen am Hin und Her überlegen, was wir machen. Die Überlegung war halt auch schon gewesen, tatsächlich einen ganzen Teil hier abzuroden noch. Also hier wirklich das ganze Stückchen hier einfach wegzumachen. Also zu terraformen, das hier alles. Und das Haus quasi in einer U-Form zu bauen. Die Möglichkeit bestünde, wir müssten das hier hinten halt wegmachen. Ja. Aber theoretisch gesehen ist es ja nichts unmöglich in Minecraft, ihr wisst das ja. Ja, also das würde halt theoretisch dann auch noch gehen. Man könnte es entweder baut man die U-Form da hinten raus oder man würde sie halt hier rumbauen. Dass da hinten quasi die Öffnung ist, das kann man sich ja dann theoretisch gesehen. Kann man ja gucken, wie man es macht. Oder man macht es ganz verrückt und macht keine U-Form draus, sondern macht ein Viereck draus. Und das hier ist in der Mitte quasi der Hof. Ja, würde auch gehen. Und es gibt noch so viele Sachen, die man machen könnte. Wir könnten hier an der Ecke zum Beispiel hier von dem Haus noch einen Turm nach oben ziehen. Ja. Keine Ahnung. Also es gibt noch so viele Möglichkeiten, die wir machen können. Wie gesagt, ich habe ja schon mal gesagt, ich glaube, wir werden an Minecraft noch eine Menge Freude haben. Noch eine lange Zeit, noch ordentlich Freude haben. Da bin ich mir doch ziemlich sicher. Ja, und mir macht es auch nach wie vor noch Spaß. Merkt man vielleicht. Merkt man vielleicht. Ein Gästezimmer brauchst du auch noch. Das stimmt. Aber ich habe ja nie Gäste. Ist ja niemand mehr auf dem Server hier drauf. Haben ja einer keine Lust mehr. Funk ist weg. Pan spielt nicht mehr mit. Erik auch nicht mehr. Niemand mehr da. Haben alle keine Lust mehr. So, ich speichere jetzt aber mal ab. Würde aber behaupten, wenn ihr Bock habt, dann sind wir nächsten Dienstag, ist noch nicht Weihnachten, ne? Nee, nächsten Dienstag ist noch nicht Weihnachten. Dann sind wir nächste Weihnachten, ja. Nächste Woche Dienstag auf jeden Fall nochmal live. Die Info bringt aber natürlich nur dem Chat was. Wobei, nee, auf YouTube bringt es ja auch was, weil allerhöchster Wahrscheinlichkeit nach, wenn ihr dieses Video gerade seht und das kommt nicht gerade an einem Dienstag, dann sind wir auf jeden Fall nächsten Dienstag wieder live. Ja, dass du Bescheid weißt.